So, ich hatte ja gerade schon davon gesprochen, dass es ja Haufen Geld wäre. Also wenn ich das jetzt mal grob im Kopf umschlage, 80 Millionen deutsche Staatsbürger und dann, keine Ahnung, allein wenn es irgendwie nur 100 Euro wären oder so, wäre es ja schon ein Haufen Geld. Wie soll das alles finanziert werden? Ja, das ist genau das Hauptargument, was eigentlich kommt. Und es gibt auch schon viele Vorschläge und Modelle. Und viele entsprechen aber nicht diesen vier Kriterien, die eben vom Netzwerk Grundeinkommen definiert wurden. Und wir bei DIP haben ein Säulenmodell erarbeitet, ein Mischsystem, welches die Finanzierung eben nicht nur auf einer Säule ruhen lässt. Und das habe ich gerade schon gesagt, der Ausgangspunkt ist also, wie gesagt, die Pfändungsgrenze, die liegt derzeit bei 1140 Euro. Und dann, wir wollen also die Kapitalertragssteuer und die Kapitalerträge und die Einkommen, Steuer zusammenfassen. Ja, dass also beides quasi dieser Einkommensteuer unterliegt. Und dafür haben wir ein Steuerstufenmodell vorgesehen. Und darüber hinaus wollen wir eine Finanztransaktionssteuer einführen und eine Wertschöpfungsabgabe. Das ist der Digitalisierung geschuldet. Und dann gibt es natürlich Einsparungen bei den direkten Transferleistungen. Also es gibt natürlich dann kein Kindergeld mehr, es gibt auch kein Familiensplitting, es gibt keine Steuerfreibeträge, es gibt kein BAföG. Das wird natürlich alles in das BGE eingehen. Ja, das muss man dann nicht extra noch bezahlen. Ja, wäre schon mal gut. Dann könnte sich ja jeder entscheiden, okay, ich bin nicht finanziell davon abhängig, ob ich jetzt eine Ausbildung mache oder studieren gehe. Und das ganze Bürokratiezeug würde ja dann auch wegfallen. Ja, genau. Und dann gibt es noch diesen Keynes Multiplikatorfaktor, das wird auch eine Säule sein. Und natürlich gibt es auch noch Einsparungen in dieser ganzen, in dem ganzen Ja, Bürokratieabbau. stimmt, ja. So, du hast vorhin erzählt, dass du im Themenkreis BGE bist bei DIP und so. Woran arbeiten die denn gerade so? Also wir haben einfach in den letzten Monaten dieses Finanzierungsmodell aufgestellt, uns eigentlich erarbeitet. Es war auch nicht so einfach. Und im Moment formulieren wir die passenden Texte, damit man das auch in der Öffentlichkeit kommunizieren kann. Und wir haben auch auf die große Kritik, die gekommen ist, warum Kinder den gleichen Betrag brauchen wie Erwachsene, haben wir eine Antwort gefunden. Und zwar wollen wir 25% von dem BGE, also unterhalb von 18 Jahren, in einen Bildungsfonds oder Bildungstopf zurücklegen. Und nach dem offiziellen Schulabschluss, beziehungsweise dann ab 18 Jahren, kann dieses Geld für Ausbildung, Studium, Auslandsaufenthalt oder auch ich muss in eine andere Stadt ziehen, brauche dort eine Wohnung für meine Ausbildung. Also Ausbildung im weitesten Sinne kann bis zum Alter von 25 Jahren sich der junge Mensch dieses Geld wieder abrufen. Und nach 25 kann er sich's dann ganz auszahlen lassen. Er kann es aber auch drin lassen, wenn er sagt, ich brauche es nicht. Also das wäre jetzt von mir aus auch noch eine Option. Aber einfach diese Staffelung, dass jetzt in den jungen Jahren das Geld zurückgelegt wird und dann dort, wo es gerade nach der Schule, das ist eine Zeit, wo viele auch noch mal ein extra Geld brauchen, weil Studium oder Ausbildung oder auch in eine andere Stadt ziehen teuer ist. Und dann hat man da einfach noch ein bisschen eine Reserve.